Hallo, in diesem Video geht es um das Themengebiet Daten und Zufall. Dieses Themengebiet ist ab 2023 in Abschlussprüfung der Realschule Bayern zu finden. Und da es noch nicht so viele Übungsaufgaben zu diesem Themengebiet gibt, zeige ich jetzt anhand von dieser Aufgabe aus der Mittelschule Bayern, wie sowas vielleicht aussehen könnte. Wir haben jetzt hier die Abschlussprüfung Mittelschule Bayern 2021. Da gab es in der Aufgabengruppe 1 folgende Aufgabe 10. In einem Behälter befinden sich 6 Kugeln, von denen eine Kugel schwarz, 3 grün und 2 rot sind. Zweimal nacheinander wird eine Kugel zufällig gezogen und nicht zurückgelegt. A. Zeichnen Sie ein Baumdiagramm mit den möglichen Ergebnissen und beschriften Sie die Äste mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten. Also was haben wir alles? Wir haben 6 Kugeln, davon eine schwarze Kugel, 3 grüne und 2 rote. Das sind schon mal die wichtigen Sachen. Zweimal wird gezogen und das Wichtige ist, es wird nicht zurückgelegt. Bei solchen Kugeln oder Losaufgaben ist ganz wichtig, ob die zurückgelegt werden oder nicht, weil dementsprechend wirkt sich das auf die Wahrscheinlichkeiten aus. Jetzt heißt es, zeichnen Sie ein Baumdiagramm mit den möglichen Ergebnissen und beschriften Sie die Äste mit den Wahrscheinlichkeiten. Okay, Baumdiagramm heißt, ich lege meinen Startpunkt fest. Ja, ob ich das jetzt nach unten wegzeichne oder nach rechts, wie jetzt rechts in der Formelsammlung zu sehen, spielt keine Rolle. Ich zeichne immer gern nach unten. Da haben wir ein bisschen mehr Platz in der Breite. Okay, also, was brauchen wir? Die erste Überlegung geht, was für eine Kugel kann man überhaupt ziehen? Ja, ich habe 6 Kugeln. Ich habe eine, die schwarz ist. Hier eine grün und 2 rote. Ich kann also entweder im ersten Zug entweder schwarz ziehen, ich kann grün ziehen oder ich kann rot ziehen. So, es wird zweimal nacheinander gezogen. Das heißt, nächste Überlegung. Was kann ich im, ja, ich schreibe es vielleicht nachher, erstes Mal ziehen. Was kann ich dann im zweiten Mal ziehen alles machen? Wenn ich beim ersten Mal eine schwarz gezogen habe, kann ich beim zweiten Mal keine schwarze mehr ziehen, weil es gibt nur eine davon. Ja, das heißt also hier bei den Schwarz bleibt mir noch die Wahl zwischen Grün und Rot, weil von der Grünen gibt es mehr als eine und von der Roten gibt es mehr als eine. Also ich habe hier nur noch zwei Äste drin. Wenn ich zuerst eine Grüne gezogen habe, kann ich natürlich hier die erste Schwarze ziehen, also im zweiten Durchgang die Schwarze ziehen, nochmal eine Grüne und nochmal eine Rote. Beim Roten genau das Gleiche. Ich kann nochmal Schwarz, Grün oder Rot ziehen. Ja, also diese Überlegung anstellen beim Baumdiagramm, wenn es nur eine Sorte gibt, also eine Kugel gibt und ich ziehe zweimal ohne zurücklegen, das ist jetzt hier das Wichtige dabei natürlich halt, dann ist weggeschaut. So, dann braucht man den Pfad natürlich nicht extra noch auflisten. So, wir sind noch nicht ganz fertig, wir müssen noch die Wahrscheinlichkeiten abtragen. Jetzt kommen die Anzahl der Kugeln ins Spiel. Beim ersten Mal ziehen ist natürlich die Frage, wie viele Kugeln habe ich insgesamt zur Verfügung? Es sind 6 Stück, also habe ich an jedem Ast hier die Auswahl aus 6 Kugeln. So, jetzt muss ich noch nachzählen, wie viele schwarze habe ich. Ich habe eine von 6, die schwarz sind. Ich habe 3 von 6, die grün sind. Und ich habe 2 von 6, die rot sind. Gut, erste Pfade, erste Äste sind gekennzeichnet. Jetzt in der zweiten Runde. Eine schwarze ist gezogen. Wie viele Kugeln sind noch im Behälter drin? Noch insgesamt 5. Also gilt beim zweiten Mal ziehen überall. Ich habe noch 5 Kugeln übrig. Kann ich also überall den Nenner schon 5 schreiben. Und hier auch noch eine 5. So. Und jetzt natürlich wieder nachüberlegen, nachdenken, wie viele Grüne sind noch drin? Ich habe bisher nur eine schwarze rausgezogen. Also sind natürlich noch 3 Grüne drin und noch die 2 Roten. Wenn eine grüne gezogen wurde, habe ich natürlich noch eine schwarze drin. Ja, wenn eine grüne rausgezogen wurde, sind noch 2 grüne drin und noch 2 rote. Und am ganz rechts, wenn eine rote gezogen worden ist, habe ich noch eine schwarze. Ich habe noch alle 3 grüne, aber dafür noch eine rote. Ja, und damit habe ich die Wahrscheinlichkeiten auch schon verteilt. Kann so ein bisschen überlegen, ob die Wahrscheinlichkeiten stimmen. Wenn ich die zusammenzählen muss, eigentlich immer ein Ganzes rauskommen, also 5 Fünftel in dem Fall oder oben 6 Sechstel, wenn ich die ganzen zusammenzähle. Ja, passt überall. Also Baumdiagramm ist erledigt. Nächste Aufgabe.
Die zweite gezogene Kugel soll schwarz sein. Bestimmen Sie für dieses Ereignis die Wahrscheinlichkeit in Prozent. Jetzt nehmen wir am besten einen Farbstift und markiert die Pfade, für die dieses Ereignis gilt. Ja, also die zweite gezogene Kugel soll schwarz sein. Damit fällt der ganz linke Ast eigentlich schon mal raus, weil da ist die erste gezogene Kugel schwarz, da kann die zweite nicht mehr schwarz werden. Also erste Möglichkeit wäre folglich hier erst grün und dann schwarz. Und zweite Möglichkeit wäre erst rot und dann schwarz. Diese Wahrscheinlichkeit soll jetzt berechnet werden. Also P ist gleich. Und jetzt gehe ich die Äste nacheinander durch. Wenn ich einen Ast nach unten gehe, ja, dann werden die Wahrscheinlichkeiten multipliziert. Also in dem Fall 3 Sechstel mal ein Fünftel. Und wenn ich mehrere Äste zusammenfassen möchte, also ich möchte diesen Ast hier, nenne ich ihn vielleicht mal 1, damit man es leichter sehen kann, und diesen Ast mit 2, wenn ich die beiden zusammenrechnen will, kommt hier das Plus ins Spiel. Ja, also Plus zweiter Ast ist wieder multiplizieren 2 Sechstel mal ein Fünftel. So, das kann man jetzt in den Taschenrechner eingeben oder Kopf ausrechnen. 3 mal 1 sind 3, 6 mal 5 sind 30, also 3 Dreißigstel plus 2 Dreißigstel sind 5 Dreißigstel. So, jetzt kommt es hier nach Aufgabe drauf an, ob man hier nach kürzen muss oder was umrechnen muss. Hier steht es jetzt explizit drin. Ich soll eine Zahl in Prozent angeben. Das heißt, ich muss die 5 Dreißigstel auch in eine Prozentzahl umrechnen. Also Taschenrechner benutzen, 5 geteilt durch 30 sind 0,167. Ich runde sie wieder auf 3 Nachkommastellen, um die Prozentzahl ein bisschen genauer angeben zu können. So, wenn ich Prozent ausrechnen will, Komma um 2 Stellen nach rechts verschieben, sind dann 16,7%. Gut, haben wir die zweite Aufgabe. Dritte Aufgabe. Die höchstmögliche Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Farbkombination ohne Beachtung der Reihenfolge beträgt beim im Vortext beschriebenen Zufallsexperiment 40%. Geben Sie an, für welche Farbkombination dies zutrifft und begründen Sie Ihre Entscheidung mit Hilfe einer Rechnung. So, hier muss man jetzt ein bisschen mitdenken, was überhaupt gefragt ist. Also die höchstmögliche Wahrscheinlichkeit für eine Farbkombination. Oben haben wir die ganzen Kombinationen stehen. Farbkombinationen wären zum Beispiel Schwarz-Grün, Schwarz-Rot, Grün-Schwarz-Grün, Grün-Grün-Rot, Rot-Schwarz-Rot, Grün-Rot-Rot. Das sind die verschiedenen Farbkombinationen. So, und jetzt heißt es ohne Beachtung der Reihenfolge. Das bedeutet, dass zum Beispiel ein Schwarz-Grün genau das gleiche wäre wie Grün-Schwarz. Ja, Reihenfolge wird nicht beachtet, ob jetzt Schwarz im ersten oder im zweiten Zug drin ist, spielt hier keine Rolle. Und hier heißt es jetzt, die Wahrscheinlichkeit soll 40% betragen. Man soll die Farbkombination herausfinden und das mit einer Rechnung begründen. So, wie finde ich jetzt das? Da gehe ich jetzt wieder mal ein Baumdiagramm und gucke einfach nach, wo sind die höchsten Zähler zu finden. Beim ersten Mal ziehen sehe ich, nach links zu schwarz geht es mit 1 Sechstel, das ist eine recht geringe Wahrscheinlichkeit. Zu grün geht es mit 3 Sechstel, das ist die höchste, und zu rot geht es mit 2 Sechstel. Also gucke ich mir einfach mal hier den Pfad mit 3 Sechstel an. Ja, da ist eine hohe Zahl drin, da könnte was Schönes sein. Und jetzt gucke ich nach unten weiter, wo hier die nächste größere Zahl liegt. Da habe ich zum Beispiel grün-grün, ja, 3 Sechstel und im nächsten 2 Fünftel. Oder grün-rot habe ich ebenfalls 3 Sechstel und 2 Fünftel. Also die sind jetzt irgendwie gleichmächtig. So, jetzt nochmal die Überlegung: Gibt es noch eine andere Farbkombination, die genau das gleiche entspricht? Grün-grün kommt nur einmal vor, aber es heißt ja ohne Beachtung der Reihenfolge. Das heißt, wenn ich zuerst auf rot gehe und dann auf grün gehe, habe ich ja genau die gleiche Farbkombination. Ja, und dann habe ich also nochmal ein Stück mehr wie grün-grün alleine. Das ist also meine gesuchte Farbkombination. Ich suche mir die höchsten Wahrscheinlichkeiten raus und kombiniere das geschickt. Also, dass jetzt hier erkennen muss, dass grün-rot und rot-grün die gleiche Farbkombination ist, weil es keine Beachtung der Reihenfolge gibt. Und jetzt gilt es nur noch, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen. Ja? Heißt ja mit Hilfe einer Rechnung, also berechnen wir die Wahrscheinlichkeit. P ist gleich. Die erste Wahrscheinlichkeit für grün-rot ist 3 Sechstel mal 2 Fünftel.
Plus die zweite Wahrscheinlichkeit ist 2 Sechstel mal 3 Fünftel. Wieder ausrechnen, da haben wir hier 6 Dreißigstel plus nochmal 6 Dreißigstel. Und das sind 12 Dreißigstel. Ja, man sieht es im Prinzip schon. Oder man tippt es einfach noch mit dem Taschenrechner ein. 12 geteilt durch 30 ist ein Wert von 0,4 und das sind 40%. Ja, so haben wir es jetzt eindeutig nachgewiesen, mit der Prozentzahl hier hinten dran stehen. Prima, Aufgabe gelöst. Wir gehen in den Aufgabenteil 2. Das wäre der hier, habe ich vergessen dazu zu schreiben. So, also nächste Aufgabe, neue Aufgabe. Aufgabe 9 ist es, eine Lehrkraft bereitet für die Abschlussfeier 40 äußerlich identische Glückskekse vor. 24 davon enthalten je einen Wunsch für die Zukunft, abgekürzt mit W. 12 enthalten ein jeweils unterschiedliches Sprichwort, abgekürzt mit S. Und der restlichen Kekse steht jeweils ein Glückssymbol. Und jetzt heißt es, Glückssymbol G. Alle Glückskekse befinden sich in einem Karton und sollen in zufälliger Reihenfolge einzeln herausgenommen werden. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass der erste herausgenommene Keks ein Glückssymbol enthält. Okay, brauche ich gar nicht so viel Platz. Baumdiagramm kommt erst später. Gut, Wahrscheinlichkeit berechnen. P ist gleich. So, was würde ich berechnen? Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit hier, dass der erste herausgenommene Keks ein Glückssymbol enthält. Also wann ist es ein G? Damit gucke ich, oder gucke ich jetzt einfach im Prinzip an, wie viele Glückskekse gibt es insgesamt. Das kommt mal wieder in den Nenner rein. Ich habe hier oben 40 äußerlich identische Glückskekse. Vielleicht markieren wir noch schnell. 24 davon sind das W. 12 gemeint, das haben Sie da, ja, Unterschied zwischen Zahl und als Wort geschrieben. Ist es S und in den restlichen Keksen steckt das Glückssymbol G. Also genau das brauchen wir. 40 Stück sind es insgesamt, das ist gelbe Markierung oben. Wie viele davon sind das G? Ja, wissen wir momentan noch nicht, aber wir können es ausrechnen. 40 sind es insgesamt. 24 davon sind Glückswunsch W. 12 davon sind das Sprichwort S. Und wenn ich die jetzt natürlich abziehe, dann kriege ich die Anzahl der Glückssymbole G. Und das sind 4 Stück. Ja, 24 und 12 sind 36, 45 abgezogen sind also 4. Also beträgt meine Wahrscheinlichkeit 4 Vierzigstel. Ja, es ist auch nichts mit Prozent. Ich kann also die 4 Vierzigstel problemlos stehen lassen. Oder wenn ich möchte, kann ich es auch in Prozent umrechnen. Sind dann 10%. Gut, Aufgabe B. Die Schülersprecherin darf als erste nacheinander zwei Kekse zufällig herausnehmen. Es wird nur zwischen den zwei Ereignissen W, also Wunsch und kein Wunsch, unterschieden. Erstellen Sie dazu ein Baumdiagramm, beschriften Sie die Äste mit den jeweiligen Wahrscheinlichkeiten und berechnen Sie, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Schülersprecherin mindestens ein W zieht. Also, hier gehen wir jetzt drauf. Was darf gezogen werden? Hier wird jetzt nur unterschieden zwischen W und kein W. Ja, also nicht aufteilen zwischen W, S und G ist hier nicht mehr gefragt. Würde zwar auch funktionieren von der Berechnung der Wahrscheinlichkeit, aber hier müssen wir natürlich genau auf die Aufgabe gehen. Also, im ersten Schritt wird nur unterschieden zwischen W und kein W. Im zweiten Schritt, ja, nochmal nachschauen, wie oft wird gezogen, darf als erste nacheinander zwei Kekse ziehen. Ja, die Kekse werden natürlich nicht zurückgelegt, weil wenn ich den Glückskeks aufbreche, ist er kaputt. Das wird hier im Prinzip vorausgesetzt, dass dieser Glückskeks die Prozedur nicht überlebt. So, im zweiten Zug darf ich natürlich ebenfalls ein W oder kein W ziehen. Und das gibt es auf der rechten Seite genauso. Gut, welche Wahrscheinlichkeiten haben wir drin? Es sind insgesamt 40 Glückskekse, vielleicht eher noch hinschreiben. Das mache ich nur immer zur Orientierung. Erstes Mal ziehen, zweites Mal ziehen. Beim ersten Mal ziehen habe ich 40 Glückskekse. Also hier Brüche mit 40 im Nenner drin.
Wie viel davon beinhalten einen Wunsch? Das muss ich oben nochmal nachschauen. Beim Wunsch sind es 24, also habe ich hier 24 von den 40 sind Wünschen. Gegenereignis davon sind also keine Wünsche, das sind die 16 Stück. Ja, die beiden müssen zusammen immer 40/40 ergeben, also 100% Gesamt. Im zweiten Zug, wenn ich einen Wunsch gezogen habe und nochmal einen Wunsch ziehen möchte, ist ja einer weniger drin, das heißt, es sind noch 23 Wünsche übrig und natürlich ist ein Glückskeks weniger, also sind nur noch 39 übrig. Wenn ich keinen Wunsch ziehe, sind noch nicht verbraucht werden, hier sind es also immer noch 16 Stück von allerdings den verringerten 39 insgesamt. Habe ich am Anfang keinen Wunsch gezogen, habe ich hier noch volle 24 Wünsche drin bei 39 Keksen, aber nur noch 15 keine Wünsche bei 39 Keksen. So, das wäre die Wahrscheinlichkeitsverteilung. Gehen wir schnell durch. Erstelle ein Baumdiagramm, haben wir gemacht. Beschrifte die Äste mit den Wahrscheinlichkeiten, haben wir gemacht. Und jetzt noch, welche Wahrscheinlichkeit mindestens ein W ziehen. Mindestens ein W, das heißt, ich darf auch zwei Ws ziehen, aber es muss auf jeden Fall ein W immer dabei sein. Farbstift markieren. Okay, wenn ich nach links gehe, reicht mir diese Wahrscheinlichkeit schon aus, weil dann habe ich auf jeden Fall schon ein W drin. Es ist vollkommen egal, ob ich jetzt hier unten noch weiter auffächer, weil hier beide Pfade gültig sind. 23, 39 plus 16, 39 ergeben zusammen 39, 39 sind also 1. Wenn ich die also anfange zu multiplizieren, um die Wahrscheinlichkeit auszurechnen, haben die keinen Effekt. Es reicht, wenn ich oben die Wahrscheinlichkeit 24, 40 benutze. So, nach links, nach rechts darf ich aber auch noch gehen, weil hier gibt es ja auch noch eine Möglichkeit, ein W zu ziehen. Nämlich zuerst kein W, also kein Wunsch, und dann ein Wunsch. So, Gesamtwahrscheinlichkeit noch berechnen. P ist gleich. Und jetzt die Pfade durchgehen. Oben links, nach links brauche ich nur den einzelnen Pfad, also 24 Vierzigstel. Und jetzt plus, ich addiere den anderen Pfad dazu, 16 Vierzigstel mal 24 39. Jawohl, das kann man jetzt noch in den Taschenrechner eingeben. Hier heißt es, mit welcher Wahrscheinlichkeit, das heißt kein Prozent, kein Bruch oder sonst was gefragt, ich darf es in der Form angeben, wie ich möchte. Also ich kann es so, wie es dran steht, in Taschenrechner eingeben. Je nachdem, wie der eingestellt ist, gibt er einen Bruch oder eine Kommazahl aus. Bei mir kommen raus 0,846. Ja, ich runde wieder auf 3, dann kann ich, ja, eigentlich kann ich ja die Kommazahl stehen lassen. 845 wären es aber dann. Ja, eine Wahrscheinlichkeit von 0,85 sind 85%. Oder als Bruch, ja, kann man es natürlich auch noch stehen lassen. Ja, man kann dann erst, wenn es jetzt ohne Tasche stehen, ja, nur grob zum Hin, ja, ist ein bisschen schwierig für ohne Taschenrechner, aber man könnte jetzt den Bruch noch erweitern mit 39, damit man die beiden Brüche hier gleichnamig hat und dann kann man es addieren. Dann kommen, glaube ich, 1023, 1065 raus. Darf man aber stehen lassen. Gut, dann werden die Aufgaben gelöst.